Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Es ist wieder mal Zeit für die Babelsberger Sternennächte vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Heute wird uns Axel Schwope, den muss ich nicht mehr groß vorstellen, den kennen Sie alle schon, hat schon eine ganze Reihe von wirklich schönen Vorträgen hier bei uns auf dem Kanal, der wird uns heute etwas erzählen zu Neutronensternen. Da geht es natürlich auch ein Stück weit um Erosita, weil man möchte die im Röntgenlicht natürlich auch beobachten. Aber ich will gar nicht vorweggreifen. Freuen wir uns gemeinsam auf den Vortrag. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen gerne berichten, was wir hier in der Röntgengruppe am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam in den letzten, ja, es sind schon über 2 Jahrzehnte, über die glorreichen 7 gelernt haben. So der Titel meines Vortrages heute, das hat sich irgendein Spaßvogel ausgedacht, nachdem man genau 7 Neutronensterne gefunden hatte am Röntgenhimmel, obwohl man viel, viel mehr erhofft hatte. Was es mit diesen 7 Neutronensternen auf sich hat, was wir gelernt haben, was unbeantwortet ist, das möchte ich Ihnen aus bisschen aus eigener Anschauung heute gerne nahebringen. Diese 7 Sterne sind, wenn man so möchte, nackte Neutronensterne am Röntgenhimmel. Und was das eigentlich meint und was Sie von den vielen, vielen anderen Neutronensternen, die Ihnen vielleicht schon mal begegnet sind, was Sie daran unterscheidet, das hoffe ich, dass Sie es am Ende des Vortrages wissen. Ganz kurz, wir müssen mal kurz uns unterhalten, was sind denn eigentlich Neutronen, was sind Sterne und was sind dann wohl Neutronensterne? Neutron ist ein Kernteilchen, so haben wir es zumindest kennengelernt. Ja, so sieht denn ein einfaches Atom aus. Es hat im Kern Protonen und Neutronen. Die Neutronen sind die schwarzen, die roten, das sind die Protonen und draußen drum kreisen irgendwie die Elektronen. Die sind in der Atomhülle. Die Neutronen sind etwas schwerer als die Protonen. Sie sind elektrisch neutral. Mit anderen Worten, wenn man 2 Neutronen dicht beieinander legt, die stoßen sich nicht ab durch elektrische Kräfte oder sie ziehen auch nicht einander an oder ähnliches. Sie werden nie auf der Straße ein einzelnes Neutron treffen, denn ein einzelnes freies Neutron zerfällt innerhalb einer Viertelstunde und zerplatzt sozusagen und wird zu einem Proton, einem Elektron und einem sehr leicht flüchtigen Antineutrino. Gefunden wurden diese Neutronen schon im Jahr 1932 und kurz darauf schon, 2 Jahre später, haben Bade und Zwicky in Kalifornien am Mount Wilson Observatory und am Caltech arbeitend vorhergesagt, dass es auch Neutronensterne geben könnte. Denn sie beobachteten Supernovae, das sind explodierende Sterne, und haben diese schon in Zusammenhang gebracht mit dem Entstehen von Neutronensternen. Die Kernteilchen, so wie das Modell damals etabliert wurde, Protonen und Neutronen, sind immer noch nicht die kleinsten Teilchen gewesen. Mittlerweile kennen wir Quarks und so ein Neutron ist aufgebaut aus 3 Quarks, dem Up- und 2 Down-Quarks. Diese spielen nochmal eine kleine Rolle im Laufe des Vortrages. Was ist ein Stern? Und das machen wir hier ganz kurz. Das ist eine Gaskugel im Kräftegleichgewicht. Da sind 2 Kräfte am Werk. Im Innern wird Wasserstoff zu Helium fusioniert. Dabei entsteht Energie, Wärme und die möchte den Stern auseinandertreiben. Auf der anderen Seite hat er Masse. Und die Masse möchte zum Massenmittelpunkt streben. Und diese beiden Kräfte halten einander die Waage und das geht über sehr lange Zeit, bei unserer Sonne schon 4,5 Milliarden Jahre. Und das gibt Sternen ihre Größe. Nun mag man sich fragen, was passiert, wenn der Kernbrennstoff aufgebraucht ist, wenn also der innere Druck versiegt. Am Ende aller Sternentage gewinnt dann die Schwerkraft. Und je mehr Masse der Vorläuferstern hatte, der Stern, aus dem dann irgendetwas anderes wird, desto gewalttätiger wird das Ende. Sehr massereiche Sterne
enden in einer Supernova. Und hier auf der rechten Seite habe ich Ihnen das Bild gezeigt von der einzigen Supernova in unserer Milchstraße, die mit bloßem Auge beobachtet wurde und wo historische Aufzeichnungen vorliegen. Die ist im Jahr 1054 nach Christus hochgegangen und ist im Wesentlichen in chinesischen Verzeichnissen bemerkt und tradiert worden. Wenn ein Stern in einer Supernova explodiert, kommt es zu einem Kollaps. Und dann überwindet die Schwerkraft sogar die Kernkraft. Das heißt, vorhin sagte ich, wenn man ein Neutron sich selber überlässt, zerfällt es in ein Proton und ein Elektron und ein Antineutrino. Jetzt passiert das Gegenteil. Durch die enorme Schwerkraft werden Protonen und Elektronen zusammengepresst und bilden ein Neutron. Und Neutronen kann man extrem dicht packen. Bei solchen, wie es heißt, Core Collapse Supernovae, wenn also wenn der Kern eines solchen schweren Vorläufersterns kollabiert, kommt es erst zu einem Halt, wenn man die Neutronen nicht mehr dichter packen kann. Und das ist ein enorm kleines Volumen, auf dem man enorm viel Masse in Form von Neutronen unterbringen kann. Machen wir nur das Gedankenexperiment, wenn wir unsere eigene Sonne, die ist nicht schwer genug, um so etwas zu machen, aber wenn wir unsere eigene Sonne zu einem Neutronenstern zusammenbacken wollten, dann würde sie komprimiert werden können auf einen Radius von etwa 10 Kilometern. Und so passiert's, dass Neutronensterne entstehen bei solchen kollabierenden Sternen, die bizarre Gebilde werden. Das kann man sich nicht recht vorstellen. Sie haben Dichten in ihren Zentren, wie ich es hier aufgeschrieben habe, von 6 mal 10 hoch 17 Kilogramm pro Kubikmeter. Oder in etwas anderen Einheiten 600 Millionen Tonnen pro Kubikzentimeter. Also ein Teelöffel voll Neutronensternmaterie hätte 600 Millionen Tonnen. Bei dem Kollaps bleiben Dinge erhalten. Und zwar zum Beispiel der Drall, den der Stern hatte. Unsere Sonne dreht sich in knapp einem Monat einmal um die eigene Achse. Andere Sterne drehen sich schneller, andere langsamer. Das ist irgendwie ein typischer Wert. Tage oder Wochen. Der Drall, den so ein Stern hatte, Drehimpuls, bleibt erhalten beim Kollaps. Und das heißt nichts anderes, Sie kennen das von der Pirouette eines Eiskunstläufers, dass sich der Stern aufzwirbelt und damit immer schneller rotiert. Und das geht im Verhältnis der Radien, Anfangsradius zu Endradius von vielleicht 700.000 Kilometern zu 10 Kilometern, das wird ein Faktor von etwa einer Milliarde. Und so wird aus einer Rotation, die zunächst Tage oder Wochen dauerte, werden Rotationsperioden, Umdrehungen von unter Sekundenbereich, Millisekundenbereich. Auch Magnetfelder, die fast alle Sterne haben, werden zusammengeschnürt. Die Dichte von Feldlinien ist ein Maß dafür, wie stark ein Feld wird. Und wenn Sie nun die Querschnittsfläche eines Sterns komprimieren von 700.000 Kilometern auf die nun berühmten 10 Kilometer, dann wird eben auch das Magnetfeld um den Faktor einer Milliarde verstärkt. Was wir also haben als Resultat einer solchen Supernova-Explosion, wenn sie denn in einem Neutronenstern endet, ist ein Gebilde von vielleicht 10 bis 20 Kilometern Durchmesser, das enorm schnell rotiert, das vielleicht noch die Masse hat von etwa 1 bis 1,5 Sonnenmassen auf diesem kleinen Raumvolumen, ja, mit 20 Kilometern Durchmesser und enorm starken Magnetfeldern. Nun hatte ich Ihnen gerade eben erklärt, dass schon im Jahr 1934 vorhergesagt wurde, dass es doch wohl Neutronensterne geben könnte. Aber man musste über 3 Jahrzehnte warten, bis dann auch tatsächlich die ersten entdeckt wurden oder als dass es Anzeichen dafür gab, dass man wohl solche Objekte entdeckt hatte. Dieser Zufallstreffer gelang im Jahr 1967 der Doktorandin Jocelyn Bell. Ihre Aufgabe war es, Radiogalaxien zu untersuchen.
Und sie tat das an einem großen Antennenfeld. Sie hat zum Teil diese Antennen selber mit aufgebaut und die Signale wurden aufgezeichnet auf Papierstreifen. Und ihre Aufgabe war es dann, meterlange Papierstreifen abzusuchen nach Signalen der Radioquellen, die sie da untersuchte. Und dann passierte es, dass sie im August 67 tatsächlich plötzlich ein immer wiederkehrendes Signal einer bestimmten Stelle am Himmel fand. Das ist hier auf diesen Papierstreifen vermerkt. Ja, das sind hier immer diese kleinen regelmäßig wiederkehrenden Signale. Zunächst konnte man ablesen auf den Entfernungen auf dem Papierstreifen, ja, das kann man direkt in eine Zeitinformation übersetzen, dass das im Abstand von 1,3 Sekunden ankam. Dann hat man immer weiter beobachtet und die Messungen immer weiter verfeinert. Dann waren es also 1,337 Sekunden und dann mit ganz vielen Nachkommastellen eine höchst präzise Messung eines periodisch wiederkehrenden Signals. Ist das menschlich? Konnte das menschlich sein oder ist das astronomisch? Man war sich extrem unsicher, war eine Verschlusssache, Stichwort LGM, Little Green Man, bis man am Ende doch sicher war, das war astronomisch. Und schon ein Jahr später kam dann die Erklärung durch Thomas Gold, dass es sich hier wohl um rotierende Neutronensterne handeln müsse. Was sieht man nun? Was hat Jocelyn Bell damals gefunden? Wenn wir annehmen, dass wir einen solchen Neutronenstern haben, der ein starkes Magnetfeld hat, dann haben uns die Maxwell'schen Gesetze schon vor 170 Jahren formuliert. Dann sagen die Maxwell'schen Gesetze voraus, dass man ein starkes elektrisches Feld erzeugen würde. Das ist der gleiche Effekt wie bei unseren Dynamos im Fahrrad. Diese elektrischen Felder werden so stark, dass sie über die Entfernung eines Neutronensterns, über den Durchmesser, Potentialunterschiede von 10 hoch 18 Volt, dafür fehlt mir jetzt sogar ein Wort, hervorrufen können. Bei solch hohen elektrischen Feldern hält es Teilchen nicht mehr in der Atmosphäre von Neutronensternen. Sie werden herausgerissen. Und dann haben wir sehr stark beschleunigte Elektronen und Positronen, ihre Antiteilchen, gefangen im Magnetfeld der Neutronensterne. Beschleunigte Teilchen im Magnetfeld werden zur Abgabe von Strahlung, von Licht gezwungen. Den gleichen Effekt benutzt man bei DESY oder hier in BESY, am Berliner Elektronenspeichering Synchrotron, um Licht zu erzeugen. Das ist sehr brillantes Licht, energiereiches Licht. Bei den Neutronensternen, bei den Pulsaren, führt es dazu, dass mit der Umdrehung eines solchen Sterns es dazu kommt, dass man so einen Leuchtturmeffekt sieht. Ja, immer wenn die Teilchen entlang der Magnetfeldlinien geführt werden, werden sie zur Abgabe von Licht gezwungen. Das können sie überhaupt nicht verhindern. Und wenn dann ein solcher Lichtkegel über uns als Beobachter hier auf der Erde hinwegstreicht, dann sehen wir diese regelmäßig wieder auftretenden Signale. Solche Neutronensterne, wie man sie dann nannte, solche Pulsare, sind extrem genau gehende Uhren. Dieses Synchrotronlicht, das wir von diesen Pulsaren bekommen, leuchtet vom Radiobereich bis in den Gammastrahlungsbereich über viele, viele Zehnerpotenzen im elektromagnetischen Spektrum, also von dem Radio über den optischen, den Röntgenbereich, den Gammabereich. Und überall sehen wir diese gepulste Strahlung, was darauf hindeutet, dass wirklich über den gesamten Bereich des elektromagnetischen Spektrums der gleiche Mechanismus der Strahlungserzeugung am Werk ist. Nun ist es so, dass Strahlung ja Energie bedeutet. Und Energie muss irgendwo erzeugt werden oder muss irgendwo herkommen. Und die kann nur aus dem Budget des rotierenden Neutronensterns kommen. Denn einen anderen Energievorrat haben diese Objekte, wenn sie so rotieren, nicht zunächst. Die Energieimpuls beträgt etwa, man spricht, die Astronomen sprechen von Leuchtkraft, etwa 10.000 Mal so viel Leuchtkraft, wie unsere Sonne abgibt. Nun haben wir eben die Energieerhaltung, die Energie muss irgendwo herkommen und sie wird gespeist aus der Rotationsenergie des Neutronensterns. Das heißt, die Umdrehungszeit eines Neutronensterns muss größer werden. Die Rotation wird langsamer. Machen wir ein Beispiel. Der Pulsar im Krebsnebel, der rotiert mit 33 Millisekunden. Und er wird abgebremst mit dem 100-milliardsten Teil pro Sekunde. Das hört sich enorm klein an, kann man aber hochpräzise messen. Der Pulsar wird also immer langsamer. Und irgendwann wird er so langsam, dass der
Pulsarmechanismus, dass da Teilchen aus der Oberfläche gerissen werden und dann Strahlung erzeugen müssen, endet. Die Pulsare in diesem Sinne sterben dann einen zweiten Tod. Aber interessanterweise kann man aus der Umdrehungszeit, die sie jetzt haben, und aus der Abbremsrate zwei ganz wichtige Größen bestimmen, nämlich das Alter dieser Pulsare und auch die Stärke des Magnetfeldes. Das werden wir uns etwas später noch zunutze machen. Bislang hat man aufgrund dieses Pulsarphänomens, insbesondere im Radiobereich, ca. 3300 Pulsare entdecken können in den vergangenen nun ca. 55 Jahren. Ja, wir reden hier immer über Pulsare und wir können uns fragen, was wissen wir denn eigentlich wirklich über die Neutronensterne, die da drunter liegen? Und das sind zweierlei Dinge, denn von den Pulsaren sehen wir ein riesiges Feuerwerk aus der Magnetosphäre, von den Teilchen, die dort zur Abgabe von Licht, von Strahlung gezwungen werden. Aber den Stern selber, den sehen wir eigentlich nicht. Ein solcher Neutronenstern aber ist aber von höchstem Interesse für Physiker insbesondere und für Astrophysiker auch, weil das eigentlich ein riesig großer Atomkern ist. Die Dichten drin sind in einem Neutronenstern sind so hoch wie sonst nur in Atomkernen. Hier hat man aber einen riesig großen Atomkern und hat damit die Möglichkeit, die Chance, die Zustände im Innern von Atomkernen tatsächlich besser verstehen zu können. Wo die Physiker und die Astrophysiker hinterher sind, das ist die sogenannte Zustandsgleichung. Hört sich schlimmer an, als es eigentlich ist. Das ist der Zusammenhang zwischen Druck und Dichte. Wir kennen das sozusagen von unserer Fahrradluftpumpe. Da haben wir einen Zusammenhang zwischen Druck, Dichte und Temperatur. Wenn ich die Luftpumpe aufdrücke, dann wird es warm, wenn ich komprimiere. Die Temperatur spielt bei den Neutronensternen im Inneren nicht so die Riesenrolle. Es sind Druck und Dichte, die hier die wesentliche Rolle spielen. Was wir wissen ist, je mehr Materie wir auf so einen Neutronenstern packen, desto kleiner wird er. Und umgekehrt, wenn wir Masse wegnehmen, dann wird er wieder größer. Das ist anders wie bei den Normalsternen. Ja? Da skalieren Masse und Radius miteinander. Das geht hier anders bei den Neutronensternen. Dieses Verhältnis zwischen Masse und Radius, das wird letztlich reguliert durch diese sogenannte Zustandsgleichung. Aha! Wenn wir die Zustandsgleichung also wissen wollen, dann müssen wir Masse und Radius bestimmen. Die Zustandsgleichung reguliert auch die Kühlung eines solchen Neutronensterns. Ja, wenn der kollabiert ist, dann ist er zunächst mal enorm heiß und kühlt dann im Laufe der Zeit ab. Und wie genau diese Kühlung funktioniert, das hängt davon ab, wie so ein Neutronenstern nun im Inneren aufgebaut ist. Also genug Gründe zu verstehen oder der Frage nachzugehen, die Masse zu bestimmen, den Radius eines Neutronensterns zu bestimmen und am Ende auch die Kühlkurve zu bestimmen. Kühlkurve, das ist, wie viel Energie gibt er eigentlich noch ab, in Abhängigkeit von der Zeit. Und dafür brauchen wir eine Altersbestimmung. Nun ist die ganze Geschichte eben leichter gesagt als getan. Massen können wir in der Astronomie bestimmen, wenn wir zwei Sterne haben, die einander umkreisen. Ja, dann misst man die Geschwindigkeiten des einen Sterns um den anderen. Dann kann man mit guter Präzision die Massen der einzelnen beteiligten Sterne bestimmen. Und das ging so für die Neutronensterne. Die meisten von denen haben so eine Masse von 1,35 Sonnenmassen. Aber mittlerweile erkennt man welche, die sind auch zwei Sonnenmassen schwer. Und auf der nächsten Folie zeige ich Ihnen mal, was man über Neutronensternradien wirklich weiß und nicht nur postuliert. Und das ist herzlich wenig. Also Sie werden am Ende des Vortrages sehen, dass diese Folie etwas überholt werden muss, denn mittlerweile hat man tatsächlich erste Messungen. Die Schwierigkeit, Neutronensternradien zu bestimmen, ist einfach dadurch gegeben, dass wir bislang, also bis vor einigen Jahren, die Neutronensterne an sich nicht gesehen hatten, sondern immer nur dieses Pulsarphänomen. Und das ist so, als ob Sie die Eigenschaften unserer Sonne erschließen wollten, wenn Sie nur zur Sonnenfinsternis hinschauen. Ja, Sie sehen hier bei der Sonnenfinsternis all das, was drumherum ist, die Korona, aber Sie sehen nicht die Sonne selber. Und so ähnlich ist es mit den Pulsaren und den Neutronensternen. Sie sehen das ganze Feuerwerk draußen herum, aber Sie sehen nicht den Stern selber.
Und hier, so hoffte man zumindest, würden unsere glorreichen Sieben eine Abhilfe schaffen. Denn bei den glorreichen Sieben handelt es sich um Sterne, Neutronensterne, wo man tatsächlich auf die Oberfläche schauen kann. Die Geschichte beginnt mit diesen glorreichen Sieben, mit der Rosat-Himmels-Durchmusterung, die im Jahr 1990 durchgeführt wurde. Ja, dieser Satellit unter deutscher Federführung hat im Jahr 1990 einen vollständigen Himmelsatlas im Röntgenlicht erstellt. Und bevor diese Durchmusterung, so nennen die Astrophysiker und die Astronomen das, also das Erstellen eines Himmelsatlas und der entsprechenden Kataloge, der Bestandsaufnahme, was da drin eigentlich so zu finden ist, bevor dieses Experiment durchgeführt wurde, gab es Hochrechnungen. Insbesondere in Bezug, was man von Neutronensternen wohl erwarten könnte. Das läuft hier für die Fachleute unter dem Stichwort Bondi-Akkretion. Für uns hier nennen wir das einfach mal kosmisches Staubsaugen. Aus dem Alter der Milchstraße und der Rate, wie viele Supernovae eigentlich explodiert sind, oder aus der Rate, wie viele Supernovae pro Jahr oder pro Jahrhundert hochgehen, konnte man abschätzen, dass es in unserer Milchstraße circa 1 Milliarde Neutronensterne gibt. Von denen kennen wir ja, wie gesagt, etwa 3.500 Pulsare. Die meisten sind also für uns unsichtbar, weil das Pulsarphänomen nicht mehr funktioniert, weil sie zu weit entfernt sind und so weiter. Nun war die Idee die folgende. Na gut, das ist doch so ein Schwerkraftzentrum. Der Raum zwischen den Sternen und unserer Milchstraße ist ja nicht leer. Wenn die Neutronensterne sich durch das interstellare Medium bewegen, dann müsste es doch möglich sein, dass sie wieder Materie aufnehmen aus der Umgebung. Die Materie bringt Energie mit. Ja, das ist, die fällt runter auf einen Neutronenstern, das geht damit über Lichtgeschwindigkeit. Das hat Wumms, wenn es da unten landet, selbst wenn es nur relativ wenig Materie ist. Die aufgenommene Masse wird also irgendwie wieder in Wärme umgesetzt und letztlich dann in Form von Strahlung abgegeben. Und man konnte abschätzen, diese Strahlung sollte gerade im Röntgenbereich liegen. Das heißt, diese wieder geheizten, alten, recycelten Neutronensterne sollten als helle Röntgenquellen auffallen. Dieser Effekt des kosmischen Staubsaugens, der hat ein paar Abhängigkeiten. Der ist natürlich umso effektiver, je höher die Dichte ist, durch die der Neutronenstern so fährt. Und sie ist umgekehrt proportional der Geschwindigkeit zur dritten Potenz. Heißt also, wenn sie um Faktor 2 falsch sind, 2 mal 2 mal 2 oder Faktor 8 Unterschied in der Effektivität, wie hier Masse aufgenommen werden kann und wie die Röntgenhelligkeit steigen kann. Ja, und dann gibt es allgemein so eine Effektivität, die man zunächst mit dem Faktor 1, sagen wir mal, grob angenommen hat. Ja, man muss irgendwie so eine Einflusssphäre definieren, innerhalb dessen die Materie eine gute Chance hat, auf den Neutronenstern im Zentrum hier irgendwie tatsächlich herunterzufallen und dann zur Heizung beizutragen. Und das ist natürlich nicht ganz einfach festzulegen. Und da hat man dann aus der Tatsache, dass man nicht so viele gefunden hat, doch auch einiges zugelernt. Aber die Vorhersage, bevor die Durchmusterung mit dem Rosat-Satelliten gemacht wurde, war, dass man bis zu 10.000 Neutronensterne finden würde. Ja, wir sind irgendwie in dieses Neutronenstern-Geschäft hineingekommen, ja, wie die Jungfrau zum Kinde. Uns hat dann nämlich nach Abschluss der Rosat-Himmels-Durchmusterung interessiert, was hat man denn nun eigentlich gefunden? Wir haben uns die 2000 hellsten Röntgenquellen am Rosat-Himmel angeschaut, bei hohen galaktischen Breiten, also außerhalb unserer Milchstraße, schauend, weil man dort geringe Konfusion hat. In der Milchstraße selber hat man viele, viele, viele Sterne. Wenn man nach oben und nach unten rausschaut aus der Milchstraße, ist die Sterndichte wesentlich geringer. Man hat viel leichtere Handhabe, auch genau festzustellen, was man dort eigentlich als Gegenstück findet bei anderen Wellenlängen, wenn man also mit einem normalen Teleskop dahin schaut.
Wir hatten hier über 2000 Quellen und sind eine nach der anderen durchgegangen und haben nachgeschaut, was ist das eigentlich? Wenn wir es nicht wussten, wenn es nicht katalogisiert war, sind wir ins Teleskop gegangen, haben Bilder gemacht, haben Spektren aufgenommen und eine nach der anderen klassifiziert. Und von den 2012 Quellen konnten wir am Ende 2003 identifizieren als Quasare, als Galaxienhaufen, als aktive Sterne, als dies und das und jenes und solches, was man halt so kennt. Am Ende blieben 9 Quellen übrig, die wir nicht identifizieren konnten. Darunter 3 Neutronensterne. Hier zeige ich Ihnen ein Beispiel. Ja, Sie sehen hier ein Röntgenbild. Das ist eine sehr helle Quelle am Röntgenhimmel. Ganz eindeutig zu erkennen. Ja, hier in diesem Bild sieht man halt vielleicht eine Handvoll andere noch, die wesentlich schwächer leuchten. Ja, dieser Neutronenstern hier in der Mitte, diese Quelle ist eine ganz besonders helle. Und wenn Sie dann an das Keck-Teleskop gehen, eines der größten Teleskope, die wir hier zur Verfügung haben, und eine Aufnahme machen mit einer Kamera, dann bleibt dieses Feld, ja, hier sind die Röntgenkonturlinien angedeutet, dann findet man dort in der Gegend nichts. Also wir haben hier eine Quelle gefunden, die extrem hell leuchtet im Röntgenlicht, aber anscheinend kein anderes Licht aussendet, zum Beispiel im für uns sichtbaren Bereich. Das war ein eindeutiger Kandidat für einen solchen Neutronenstern und auf diese Art und Weise hat man diese weiteren insgesamt dann 7 Sterne gefunden. 7? Dann später glorreich genannte Neutronensterne am Röntgenhimmel. Was lief denn eigentlich mit der Abschätzung, dass es 10.000 werden könnten? Schief? Was haben wir jetzt eigentlich gefunden? Was sind das für 7? Und vielleicht zum Betonen die Besonderheit für die Astrophysik. Es handelt sich hier tatsächlich um nackte Sterne, das heißt unverhüllte Sterne. Wir sind nicht geblendet durch dieses Feuerwerk aus der Magnetosphäre, durch dieses Pulsarphänomen, sondern wir blicken tatsächlich auf den Neutronenstern, auf die Neutronensternoberfläche herunter. Der erste dieser Neutronensterne wurde hier nicht von uns gefunden. Da sind andere Leute quasi auf ähnliche Art und Weise drüber gestolpert. Ja, der Kollege Fred Walter, der hat die Objekte hier im Zentrum untersucht. Das ist eine Sternentstehungsregion in der Dunkelwolke Corona Australis. Aber dann fiel ihm auf, dass auf diesem Röntgenbild ein anderes Objekt quasi das beherrschende und hellste war. Und dann hat ihn interessiert, was das wohl eigentlich sei. Und das war der erste dieser gefundenen Neutronensterne hier mit dem Namen RXJ1856. Das R deutet darauf hin, dass das mit dem ROSA-Satelliten gefunden wurde. Und ich schreibe Ihnen auch die Temperatur dahinter. Ja, dieses Objekt hat eine Oberflächentemperatur von etwa 740.000 Grad. Der Fred Walter ist dann auch dahin hergegangen und hat dann mit dem Hubble-Weltraumteleskop versucht, das optische Gegenstück zu finden und ist da tatsächlich fündig geworden und hat dieses kleine leuchtende Pünktchen ausfindig gemacht, dass das optische Gegenstück ist zu dem, was man im Röntgenbereich als ganz helle Quelle sehen konnte. Und dann hat er weitere Beobachtungen durchgeführt mit dem Hubble-Weltraumteleskop. Ja, das war hier die erste Entdeckung 1996. Und dann gibt es 2 weitere Beobachtungen in 1999. Und was jetzt klar wird, dieser Stern hat sich enorm bewegt am Himmel. Ja, das kann man ganz deutlich sehen innerhalb von wenigen Jahren. Wir selber haben für einen unserer Kandidaten auch solche Beobachtungen durchgeführt. Ja, 3 Beobachtungen hier im Jahr 1999, 2001, 2003 an einem anderen solcher Neutronensterne. Man braucht dazu die größten und leistungsfähigsten optischen Teleskope, um festzustellen, dass die tatsächlich sich ordentlich bewegen, während alle anderen Objekte, die man hier noch mit im Gesichtsfeld hat, an der gleichen Stelle stehen. Diese M7, diese Magnificent 7, diese glorreichen 7, sind kosmische Kanonenkugeln. Jetzt sieht man ja quasi an der Beobachtung, die man hier durchführt, sieht man eine kleine Winkeländerung. Winkel sagt natürlich noch nichts aus, wie schnell die wirklich fliegen, weil wenn ein Objekt ganz nahe ist, kann die Geschwindigkeit ganz langsam sein und trotzdem ein großer Winkel durchzogen werden. Wenn ein Objekt weit weg ist und einen entsprechenden Winkel macht, dann ist die Geschwindigkeit natürlich entsprechend größer. Nun hatte man für diese Objekte Entfernungsabschätzungen und konnte daher auch abschätzen, wie groß die Geschwindigkeiten sind, mit denen sie sich bewegen. Und das sind einige 100 Kilometer pro Sekunde. Und bei diesen großen Geschwindigkeiten geht die Effektivität des kosmischen Staubsaugens ganz enorm in den Keller. Und deswegen hat das alles nicht so funktioniert. Denn wir können annehmen, dass das, was wir jetzt hier gefunden haben an diesen großen Geschwindigkeiten, stellvertretend steht für alle anderen. Deswegen haben wir keine wiedergeheizten, recycelten Neutronensterne gefunden.
Wenn wir das Alter von Neutronensternen bestimmen wollen, sagte ich Ihnen, dann müssen wir irgendwie es schaffen, die Umdrehungsperiode zu messen. Und das ist möglich, wenn sich irgendwas an dem Signal ändert. Und das tut es tatsächlich. Das ist hier ein Beispiel einer Arbeit, die wir mit Kollegen aus Jena veröffentlicht haben. Sie sehen hier aufgetragen über der Zeit, wo man die Zeit gleich umgewandelt hat in Umdrehungsphase. Also bei 0 läuft die Uhr los, bei 1 ist eine Umdrehung gemacht, bei 2 wäre die zweite Umdrehung und das wiederholt sich einfach immer wieder. Sie sehen, dass es hier so ein Auf und Ab gibt. Das sieht aus wie eine Pulsation, aber es ist keine Pulsation, so wie wir sie bei den Pulsaren gesehen haben. Was es ist, darauf komme ich gleich noch zurück. Das Wichtige an der Stelle ist hier nur etwa, dass man tatsächlich eine Uhr hat in diesen Objekten. Und man kann daher die Perioden messen, wie lange dauert es. Und dieses Objekt, das dreht sich in 10 Sekunden, 10,3 und man hat noch ein paar Nachkommastellen, genau einmal um die eigene Achse. Mir fehlt die Zeit, um Ihnen hier genauer zu beschreiben, wie man eigentlich solche Lichtkurven erstellt, denn es ist natürlich nicht ganz einfach. Sie können nicht warten und sagen, ach, guck mal, jetzt wird er hell und jetzt wird er wieder schwach und jetzt wird er wieder hell und jetzt wird er wieder schwach, weil da zu wenige Photonen ankommen. Sie müssen eine lange Messreihe machen und dann alles ausprobieren, immer die Messungen übereinanderlegen bei verschiedenen Versuchsperioden und am Ende, wenn Sie Glück haben, dann kriegen Sie am Ende tatsächlich ein solches rhythmisch sich wiederholendes Signal. Sie brauchen dafür lange Messungen, viele Photonen. Und Sie müssen das wiederholen. Und Sie dürfen die Zyklenzählung nicht verlieren. Das heißt, Sie machen jetzt eine Beobachtung. Zum Beispiel hier geht es los. 1998, 2000, 2002, 3, 4, 5 und so weiter geht das. Und zwischendrin dürfen Sie die Zyklenzählung nicht verlieren. Wenn Sie die verlieren, wenn Sie jetzt also nicht wissen, von heute bis zum nächsten Jahr beobachtet, habe ich jetzt eigentlich 10 Millionen und ein Zyklus oder habe ich 10 Millionen und zwei Zyklen? Dann kommen Sie in Teufelsküche. Sie müssen genau abzählen, Sie müssen in der einen Beobachtung genügend Genauigkeit machen, um zur nächsten zu kommen, ohne die Umdrehungen zu verlieren. Und wenn Sie das alles richtig machen, dann können Sie eine solche Kurve aufzeichnen, an der nichts weiter interessieren soll, als dass diese Kurve beschreibt, inwieweit die Uhr ungenau geht, die Uhr-Neutronenstern. Wenn sie genau ginge, dann wäre das eine gerade Linie. Die Tatsache, dass sie hier von der geraden Linie abweicht, heißt, die Uhr geht langsamer. Der Neutronenstern wird tatsächlich gebremst. Und ich hatte Ihnen anfänglich erklärt, dass man aus dieser Abbremsung auf das Alter schließen kann, in dem Fall etwa 1,5 Millionen Jahre, und dass man auch auf das Magnetfeld schließen kann. Einige Milliarden Tesla, enorm starke Magnete. Wenn man nun eine Altersschätzung hat und wenn man auch vorher gesehen hat, dass sich diese Neutronensterne bewegen in unserer Milchstraße, dann kann man ihnen auch folgen, beziehungsweise kann die Bewegung zurückverfolgen. Und mittlerweile konnte man das für 4 dieser Sterne machen. Hier ist die Verteilung von sehr vielen, sehr weichen Röntgenquellen angezeigt am gesamten Himmel. Also hier wieder die Milchstraßenebene in die Richtung zum galaktischen Zentrum. Und in Rot und Grün sind die Positionen der Neutronensterne, dieser 7 Neutronensterne, wo wir sie heute sehen, aufgezeichnet. Und dann mit den langen schwarzen Pfeilen, wo sie wahrscheinlich herkommen. Und das sind typische Sternentstehungsregionen. Ja, über diesen großen Bereich am Himmel, diesen scheinbar großen Bereich am Himmel, einen großen Winkelbereich am Himmel, haben sich die Neutronensterne bewegt, weit weg in typischerweise 1 bis 10 Millionen Jahren von ihrem Ursprungsort. Das sind also, das sagte ich Ihnen schon, es sind keine kosmischen Staubsauger. Die Objekte, die wir hier sehen, sind wohl tatsächlich im Wesentlichen gespeist aus der Restwärme, die sie bei der Supernova-Explosion mitbekommen haben. Nun habe ich Ihnen gesagt, wir schauen uns Sternoberflächen an. Was gibt es denn da eigentlich zu entdecken? Warum sind wir da so hinterher? Und das möchte ich Ihnen versuchen anschaulich zu machen an einem Spektrum der Sonne. Was wir machen, wir zerlegen das Licht in die Spektralfarben. Und wenn wir das machen, und das hat der Fraunhofer schon als erster entdeckt und hat die Linien durchbezeichnet, A, B, C, D, E und so weiter und so fort, dann entdecken wir diese schwarzen Linien. Da fehlt scheinbar Licht und dieses fehlende Licht, das verrät uns, welche Elemente in einer Atmosphäre sind, einer Sternatmosphäre. Es verrät uns, welche Drucke dort herrschen. Es verrät uns, welche Temperaturen dort herrschen. Es verrät uns, wie die Turbulenzen sind, die schwere Beschleunigung. All das lässt sich aus dem Licht der Sterne herauslesen, wenn wir eine Oberfläche haben und wenn wir das Licht, das wir von der Oberfläche bekommen, in die Spektralfarben zerlegen können.
Und deswegen war man so hinterher, das auch für Neutronensterne machen zu können. Und von dem hellsten dieser Objekte, diesem RXJ1856, hat man das gemacht, nachdem man sehr, sehr, sehr viele Photonen auf Grundlage einer sehr langen Beobachtung durchgeführt hatte. Insgesamt 6 Tage Beobachtungszeit ging hier rein. Und dann hat man diese Beobachtungsdaten, so was hier aufgetragen ist, ist die Energie der Photonen, das ist sozusagen die Farbe, ja, von Rot nach Blau, aufgetragen. Hier hat man viel Signal, dort wenig, und hat es verglichen mit Modellrechnungen. Hier eine Modellrechnung, ja, die durchgezogene Linie, mit einer Atmosphäre, die irgendwelche Elementzusammensetzung hat wie in unserer eigenen Sonne. Und Sie sehen, ohne auf Details einzugehen, das passt nicht so gut. Und dann haben wir auf der rechten Seite ein zweites Modell, das passt sehr gut. Und das ist einfach das von Max Planck im Jahr 1900 gefundene Strahlungsgesetz, das keine Rückschlüsse erlaubt auf die Eigenschaften der Materie, von dem es eigentlich kommt. Ja, es hat keinen Fingerabdruck, dieses Spektrum. Was es erlaubt, festzustellen, ist die Temperatur an der Oberfläche, 740.000 Grad. Und da wir eine Abschätzung hatten für die Entfernung zu diesem Objekt, auch einen Durchmesser, einen Radius, Verzeihung, und damit einen Durchmesser. Augenblick mal, 4,4 Kilometer, das ist gegen alle Common Sense Abschätzungen von Neutronensternradien. Ihnen wird jeder sagen, Neutronensternradius 10 Kilometer, vielleicht 15 Kilometer. So liest man das. Jetzt hatte man plötzlich 4 Kilometer gefunden. Was ist das? Könnte es sich hier dabei um einen Quarkstern handeln? Denn Quarks kann man noch dichter packen als Neutronen. Und Quarksterne waren als Strange Stars genauso postuliert, also vorhergesagt, wie Neutronensterne erstmal waren. Der Autor dieser Studie hat dann selber, ja, vielleicht selbstkritisch oder auch ironisch, mal später, als sich herausstellte, dass er da einem Irrtum aufgesessen war, diese Cosmic Sexiness Ladder gezeigt und gezeichnet. Und die geht so: Von den Dingen, wo man sehr viel Informationen hat, die erscheinen typischerweise am wenigsten sexy und anziehend. Da, wo man wenig Informationen hat, schwarze Löcher, Neutronen oder Quarksterne, die sind auf der Cosmic Sexiness Ladder ganz oben, aber in der Informationsdichte eben eher ganz unten. Was war passiert? Was war der Irrtum? Dem gehen wir jetzt gleich mal nach. Woher kommen diese kleinen Röntgenradien? Sind die tatsächlich so klein oder sind wir da im Irrtum aufgesessen? Wir selber haben an einem der von uns gefundenen Neutronensterne, RBS 1774, konnten das nachvollziehen. Ja, wir haben dazu eins der größten Röntgenobservatorien benutzt, XMM Newton von der ESA. Das ist die Röntgenaufnahme und im Zentrum sehen wir, ja, das ist eine helle Quelle, das ist der Neutronenstern RBS 1774. Wir haben das Licht in die Spektralfarben zerlegt und haben darüber auch eine solche Planck'sche Kurve gelegt. Wir hatten sogar 3 Spektren, ja, und das passt ja auch ganz gut. Und dieser Neutronenstern ist etwas heißer als der andere, der hat eine Temperatur von etwas über 1 Million Grad. Dieses Planck'sche Spektrum, dieses Planck'sche Modell, das kann man nun aber nicht nur auf den Röntgenbereich anwenden, sondern es gilt für alle Wellenlängen. Also kann man auch eine Vorhersage machen, wie hell dieses Spektrum, wie hell dieser Stern sein sollte, wenn man ihn in einem anderen Wellenlängenbereich beobachtet. Also zum Beispiel im optischen Spektralbereich. Jetzt habe ich das mal alles ganz stark komprimiert. Ja, das, was hier so breit ausgezogen ist, ist hier auf dieses kleine Stückchen zusammen komprimiert. Und diese blaue Kurve, die deutet an, wo man dann landen würde, wenn man jetzt zu niedrigeren Energien, und das heißt für uns in den optischen Spektralbereich, also da, wo wir unsere Augen mit schauen können, was man da erwartet. Und das geht hier ganz gewaltig in den Keller. Nichtsdestotrotz haben wir uns, ja, also wir konnten auch eine Helligkeit abschätzen, 31. Größe. Das ist schwächer, als wir auch mit den leistungsfähigsten Teleskopen, die wir heute zur Verfügung haben, jemals hätten beobachten können. Da ist einfach nichts zu sehen. Wir haben uns aber trotzdem nicht entmutigen lassen, denn es gab Hinweise darauf, dass die Objekte heller sein könnten.
Ja, wir haben zunächst mal genau die Position vermessen, ja, mit zwei Röntgenteleskopen. Das ist hier Chandra von der NASA und das ist XMM Newton von der ESA. Das eine hat eine bessere Optik als das andere, aber hier kriegen wir wesentlich mehr Photonen. Am Ende kommt man auf die gleiche Genauigkeit raus, mit der man die Position bestimmen kann, denn das wird wichtig sein. Und dann sind wir mit dem großen Binokular, zu dem wir ja mit dem großen Feldstecher, zwei 8-Meter-Teleskope auf dem Mount Graham, herangegangen und haben ein ganz tiefes optisches Bild von dieser Region gemacht. Im Hintergrund sehen Sie jetzt das optische Bild, das wir mit dem LBT aufgenommen haben, und im Vordergrund sind hier die Röntgenkonturlinien. Also jetzt habe ich das Röntgenbild so einfach als Konturlinien darüber gelegt, damit man beide gleichzeitig sehen kann. Wie groß ist das Gesichtsfeld? Nur zum Vergleich. Das spielt sich etwa hier auf der Größe des Mondes ab. Und jetzt fahren wir hinein. Ja? Wir zoomen hinein. Sie sehen jetzt nur noch den Lichtberg da von unserem Röntgenphoton. Und am Ende, wenn wir da ganz unten reingehen, dann ist da tatsächlich etwas Licht übrig geblieben. Und jetzt, wenn man die Position der beiden Röntgenteleskope darüber legt, über das, was wir hier mit dem Large Binocular Telescope gesehen haben und gefunden haben, dann finden wir tatsächlich dort ein schwach leuchtendes Objekt. Und wenn wir diese Helligkeit messen, ist die wesentlich heller als die vorhergesagten 31 Größenklassen. Dieses Objekt ist 30 Mal heller als erwartet. Die Interpretation dessen ist, dass dieser Stern offensichtlich fleckig ist. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Eine Folie schiebe ich noch ein. Weshalb machen wir diese ganze Spektralanalyse? Hier sehen wir Herrn Planck persönlich, wie er seine Formel anschrieb. Wir suchten ja nach Linien. Und tatsächlich konnten wir diese Linien mittlerweile auch finden. Das ist ganz frisch hier, gerade gezeigt worden auf einem IAU-Symposium und zusammengeschrieben. Ja, fresh from the press aus dem Jahr 2022. Mit dem neuen Erosita-Teleskop haben wir uns einen dieser Neutronensterne genauer angeschaut und vergleichen hier wiederum die Beobachtungsdaten. Das sieht hier zwar so wackelig aus und nicht so schön glatt, wie die Planck'sche Kurve aussehen könnte, aber das hängt damit zusammen, dass wir hier noch die ganzen Detektoreigenschaften mit im Bild drin haben. Aber wenn wir hier unsere Beobachtung mit der Planck'schen Kurve vergleichen, dann bleiben hier tatsächlich plötzlich und voneinander abziehen, dann bleiben hier tatsächlich solche Einbuchtungen übrig. Ansonsten ist alles mit der Planck'schen Kurve verträglich. Wir haben hier Linien gefunden, aber wir wissen eigentlich nicht so recht, was wir da gefunden haben. Das ist jetzt eine Aufgabe für die Theoretiker, die sich an diesen Linien, an diesen Einbuchtungen im Spektrum nach Kräften noch die Zähne ausbeißen. Solche Linien hatten wir mittlerweile in fast allen dieser glorreichen sieben gefunden und sucht und ringt um eine Erklärung, was das denn wohl ist. Denn die bisherigen Modelle, die man so hat, auch für Spektrallinien, für Absorptionslinien, die passen nicht so recht zu den Beobachtungsdaten. Nun sagte ich Ihnen, der Neutronenstern sei wohl fleckig. Wie ist das jetzt eigentlich? Wir nehmen an, da gibt es eine Temperaturverteilung über die Oberfläche. Das ist natürlicherweise anzunehmen, weil es eine Vorzugsrichtung der Rotation gibt und deswegen auch eine Vorzugsrichtung der Magnetfelder. Und Wärme kann wohl besser transportiert werden in Richtung der Magnetfelder. Und falls es da doch noch Teilchen geben sollte, die in den Magnetfeldern hin und her schwingen, dann könnten diese auch bevorzugt diese Polregionen heizen. Wenn wir mit einem Röntgenteleskop uns einen solchen Stern anschauen, der eine solche Temperaturverteilung hat, also hier mal von oben rauf geschaut, hier von der Seite, hier wieder von der Seite und da von der anderen, von unten sozusagen, dann sieht das Objekt mit einem Röntgenteleskop betrachtet so aus. Wir können weite Teile, weil sie zu kühl sind, gar nicht sehen. Die sehen wir dann aber mit einem optischen Teleskop. Und so kann man sich vorstellen, wenn das Objekt sich dreht, dass es zu dieser Phase der Rotation hell ist, zu einer anderen Phase eher schwächer leuchtet. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Kurven, die wir vorhin schon gesehen haben, diesen scheinbaren Pulsationen. Das sind nicht Pulsationen, sondern es ist so ein Lichtwechsel aufgrund der Tatsache, dass wir mal eine heißere, mal eine kühlere Region des Sterns sehen. Das kann man sich zunutze machen und versuchen, aus diesem beobachteten Lichtwechsel die Fleckenstruktur auch tatsächlich wieder rückwärts zu erschließen. Wenn wir das machen wollen, müssen wir noch ein bisschen Gymnastik machen. Wir müssen uns nämlich vergegenwärtigen,
dass so ein Neutronenstern eine relativistische Oberfläche ist. Es ist ein relativistisches Experiment, was wir hier machen müssen. Licht wird in der Nähe stark gravitierender Körper tatsächlich um die Ecke gebogen. Und während wir, wenn wir auf unsere Sonne schauen, immer genau eine Hälfte sehen, können wir beim Neutronenstern quasi um die Ecke gucken. Und je relativistischer ein solcher Neutronenstern ist, das heißt, je höher seine Masse ist und je kleiner sein Radius ist, desto weiter können wir um den Stern schauen. Das heißt, und das ist hier in dieser netten Animation von Corvin Zahn veranschaulicht, hier wird einfach mal für einen gegebenen Radius die Masse hochgedreht von 0 bis 1,8 Sonnenmassen. Gedankenexperiment, numerisches Experiment. Und was Sie unmittelbar sehen ist, Sie sehen um die Ecke und der Stern wird scheinbar immer größer. Und das heißt aber auch, wenn da eine Temperaturungleichheit ist, dann wird die nivelliert, je relativistischer der Neutronenstern ist. Also, wenn wir große Pulsationen sehen, dann kann der eigentlich nicht sehr relativistisch sein. Wenn wir kleine Pulsationen sehen, kann das Geometrie sein oder es kann darauf hindeuten, dass das eine sehr relativistische Sphäre ist. All das, eine mögliche Geometrie, Masse und Radius, kann man nun versuchen zu benutzen, um daraus die Radien von Neutronensternen zu messen. Und tatsächlich funktioniert das. Das haben wir hier mal, ja, nun mittlerweile vor 16 Jahren auch schon mal probiert. Und so kann man tatsächlich so einen Lichtwechsel erzeugen. Ja, hier das Gezackelte, das sind die Beobachtungsdaten. Und die durchgezogene Linie ist dann eine entsprechende Modellkurve. Was man halt hier sieht, ist im Gegensatz vielleicht zur einfachen Erwartung, dass die Flecken wirklich an den Polen 180 Grad, einmal halb rum um den Stern liegen sollten, liegen sie hier nur 160 Grad auseinander. Das gibt Hinweise, dass die Magnetfeldstrukturen auf so einem Neutronenstern tatsächlich komplizierter sind, als man sie sich so einfach vorstellt. Mittlerweile wurde diese Kunst wesentlich weiterentwickelt und dazu hat man Daten benutzt des NICER-Experiments, das auf der Internationalen Raumstation mitgeführt wird, wo man sehr lange Messreihen realisieren kann. Und Expertenteams haben sich daran gemacht, nun tatsächlich Radien von Neutronensternen zu bestimmen. Und hier sehen wir, das ist auch eben frisch aus der Presse, dass man von zwei Neutronensternen endlich mal beobachterisch und nicht postuliert die Radien tatsächlich auch messen konnte. Ja? Und die Ellipsen zeigen an, wie groß die Messunsicherheiten noch sind. Die Kurven, die man hier darüber gelegt hat, das sind dann solche Kurven, die für bestimmte Zustandsgleichungen von Neutronensternen gelten. Und wie man sieht, einige von denen kann man mit dieser Masse-Radius-Kombination jetzt ausschließen, aber natürlich bei weitem nicht alle. Man sieht auch, es wird einige Bevorzugte geben, bis man hier zu einer endgültigen Lösung kommt, wie diese Messdaten in Masse-Radius mit den Zustandsgleichungen zu erklären sind, wird man noch eine Weile sich gedulden müssen, aber man ist auf einem guten Weg. Nun haben wir diese Neutronensterne in der Rosathimmelsdurchmusterung gefunden, und man hat auch noch weitere exotische Neutronensterne gefunden, sogenannte Magnetare und wie sie auch alle heißen mögen, und hat dann mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Guck mal, wie viele Neutronensterne haben wir jetzt? Und wie viele Supernovae sind eigentlich geboren worden? Und wenn man das mal zusammenzählt, dann scheint es so, als hätten wir zu viele Neutronensterne plötzlich in unserer Milchstraße. Ja, die Erklärung, warum das so ist, ist noch nicht gegeben. Könnte einerseits sein, dass man sich bei den Geburtsraten, sowohl bei den Supernovae als auch bei den Geburtsraten von Neutronensternen vertan hat. Oder andererseits, dass sich gewisse Neutronensternfamilien in andere umwandeln, dass es also einen Entwicklungseffekt gibt. Mit nur typischerweise ein oder zwei Handvoll von solchen exotischen Neutronensternen kann man diese Frage nicht beantworten. Wir brauchen mehr. Und aufmerksame Hörer und Zuschauer und Zuschauerinnen dieses Kanals werden sich vielleicht erinnern, dass wir ja wieder eine Himmelsdurchmusterung mit einem Röntgensatelliten machen, nämlich mit Erosita. Das ist das Röntgenbild, das Erosita entwickelt hat, wesentlich schärfer. Erosita macht nicht nur eine Durchmusterung des Himmels, sondern mittlerweile sind wir in der fünften und wir haben vier Durchmusterungen abgeschlossen. Und wir gehen nun wieder daran, nach solchen Neutronensternen in der Erosita-Himmelsdurchmusterung zu suchen. Und das ist gerade in der letzten Woche gewesen, dass Doktorand Kropas hier am AIP einen möglichen ersten heißen Kandidaten herausgefiltert hat. Ja, hier sehen wir ein normales optisches Bild und darüber fünf Röntgenfehlerkreise. Und
wiederum sehen wir, es ist kein Gegenstück zu erkennen. Dann sind wir wieder ans LBT gegangen und haben eine tiefere Aufnahme gemacht und das Feld bleibt leer. Es ist ein heißer Kandidat für einen solchen Neutronenstern, aber wir müssen halt das noch verfestigen. Und an der Stelle stehen wir. Wir haben nach Kräften ausgequetscht, was wir aus den Neutronensternen, die wir in der Rosathimmelsdurchmusterung gefunden haben, erzählen konnten. Wir konnten bestimmen, wie schnell sie unterwegs sind. Wir haben Spektrallinien gefunden, die wir aber noch nicht verstanden haben. Wir konnten feststellen, wie stark sie gebremst werden. Wir konnten feststellen, wie alt sie sind. Wir konnten sie in etwa einordnen in ein Bild, was die Neutronensterne hier in unserer Milchstraße machen. Viele Fragen sind jedoch noch offen geblieben und wir hoffen, sie beantworten zu können. Wenn wir mit Erosita fleißig weiter beobachten, dann werden aus den glorreichen 7 vielleicht irgendwann mal glorreiche 70. Und vielleicht geht es Ihnen jetzt genauso, wie es den Forschern, die mit dieser Thematik sich beschäftigen nach all den Jahren, dass sie sagen können am Ende, ja, ich bin immer noch verwirrt, aber auf einem doch vielleicht wesentlich höheren Niveau. Das ist ein Bonmot von Enrico Fermi, immerhin italienischer Kernphysiker und Nobelpreisträger. Herzlichen Dank für Ihr Dabeisein und machen Sie es gut.